Das Telekommunikationsunternehmen Telefonica Deutschland hat heute Morgen seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt und das war ein sehr erfolgreiches Jahr. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Markus Rolle, Finanzvorstand bei der Telefonica Deutschland, jetzt zugeschaltet aus München. Schön, Sie zu sehen, Herr Rolle. Hallo, Herr Koch, guten Morgen, ich grüße Sie. Herr Rolle, dann lassen Sie uns doch mal auf die Zahlen schauen. Wie ist denn das abgelaufene Geschäftsjahr bei Ihnen gelaufen? 2021 war eines der erfolgreichsten Jahre in unserer Unternehmensgeschichte. Man kann sagen, in vielerlei Hinsicht ein Rekordjahr für uns. Wir haben bislang, und das obwohl wir heute noch nicht alle Operator veröffentlicht haben, signifikant mehr Umsatz- und Mobilfunkvertragskunden hinzugewonnen als unsere Wettbewerber. Im Umsatz sind wir um über 3% gewachsen und bei den Mobilfunkvertragskunden um über 1,5 Millionen. Das liegt unter anderem daran, dass die Abwanderungsrate bei unserer Kernmarke O2 bei historisch niedrigen unter 1% pro Monat liegt. Der Grund dafür ist die stark gestiegene Kundenzufriedenheit auch im Vergleich zum Wettbewerb. Im Mobilfunk-Service-Umsatz sind wir mittlerweile die klare Nummer 2 im deutschen Mobilfunkmarkt. Die Machtverhältnisse haben sich verschoben und wir konnten unseren Vorsprung auf Vodafone in 2021 nochmals ausbauen. Und eins ist klar, kein Anbieter in Deutschland verbindet mehr Menschen im Mobilfunk als die Telefonica Deutschland. Herr Rolle, ich kann mir vorstellen, trotz der ganzen positiven Entwicklung, Corona wird sicherlich auch noch Schwierigkeiten gemacht haben. Sagen Sie uns doch nochmal genau, was sind die Gründe für die Entwicklung? Ich sehe drei wesentliche Treiber für die sehr gute Geschäftsentwicklung. Erstens das operative Momentum. Wir konnten das starke operative Momentum aus 2020 in 2021 transportieren und noch einmal beschleunigen. Wir haben Millionen Neukunden dazu gewonnen und unsere Kunden sind so zufrieden wie noch nie zuvor. Und das übersetzt sich auch in eine sehr gute finanzielle Entwicklung. Im Umsatz wachsen wir über 3% und können noch mehr ins EBITDA, nämlich 4%, durchübersetzen. Das sind Zahlen, die sich in der Industrie durchaus sehen lassen können. Der zweite Hebel ist eine grundsolide Bilanz. Wir bauen auch weiterhin auf eine grundsolide Bilanz, eine niedrige Verschuldung und einen hervorragenden Cashflow. Unsere Verschuldung konnten wir in 2021 weiter reduzieren. Mit 1,3-fachen EBITDA sind wir deutlich unter dem Industrieschnitt. Und der sehr solide Cashflow ermöglicht uns auf der einen Seite eine sehr attraktive Dividendenpolitik zu betreiben, mit einer sehr guten Dividendenrendite, aber auf der anderen Seite auch alle notwendigen Investitionen eigenständig zu tätigen. Der dritte Faktor, wir sind führend mit unserer ESG-Strategie. Das wird zunehmend ein Erfolgsfaktor und ist schon seit 2005 fest in unserer DNA etabliert. Wir profitieren heute schon von Energieeffizienz und Diversität und werden noch vorne heraus noch stärker profitieren. Schon heute bekommen wir hohe ESG-Ratings und sind zuletzt deutlich verbessert bei dem Sustainalytics und bei dem EcoVadis-Rating herausgekommen. Und wir sind erneut in den Bloomberg Gender Equality Index aufgenommen worden. Lassen Sie uns mal auf zwei besonders wichtige Themen schauen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind auch zwei Kernthemen der neuen Bundesregierung. Was verspricht sich denn Telefonica Deutschland davon? Ich glaube, eins ist klar, wir wissen alle, Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen. Wir müssen hoffentlich irgendwann die Pandemie beenden. Wir haben den Klimawandel vor der Brust und natürlich auch die digitale Transformation. Ich hoffe, dass der Schwung der neuen Regierung Deutschland endlich aus dem digitalen Dornröschenschlaf erweckt. Und wir spielen hier als Enabler eine zentrale Rolle. Denn ohne starke Netze gibt es kein Digital. Digitale Netze sind zugleich auch ein Hebel für Klimaziele. Denn eine Studie sagt, dass digitale Technologien alleine in Deutschland helfen können, den CO2-Ausstoß um 20% zu verringern. Das ist auch klar, denn neue Technologien wie 5G ermöglichen 90% weniger Energieverbrauch pro Byte als die Vorgängertechnologien.
Und auch wir selbst leisten natürlich unseren eigenen Klimabeitrag. Wir haben unsere Klimaeffizienz gegenüber 2015 um 87% gesteigert. Und bis 2025 wollen wir netto CO2-neutral wirtschaften. Wir nutzen die Digitalisierung natürlich auch intern bei uns im Unternehmen. So bieten wir unseren Mitarbeitern die digitale Grundausbildung an, um ihnen zu ermöglichen, Schritt für Schritt näher zum datengetriebenen Unternehmen zu kommen. Wir geben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, natürlich zu 100% datenschutzkonform, Daten zu analysieren und für ihren täglichen Alltag zu nutzen. In der Telefonica Deutschland leben wir schon heute die Datendemokratisierung. Stichwort 5G hier in Berlin. Merkt man schon, dass da einiges vorangegangen ist. Wie sieht generell der Netzausbau aus? Im Service- und Preis-Leistungs-Verhältnis waren wir schon immer stark. Aber spätestens seit 2021 sind wir auch nachhaltig im Netz auf Augenhöhe mit unserem Wettbewerb. Das sehen wir durch das zweite Mal sehr gut im Connect-Test. Mit 5G erreichen wir heute bereits über 30% der Bevölkerung und das überwiegend und marktführend im schnellen 3,6 Gigahertz-Spektrum. Dafür haben wir im abgelaufenen Jahr so viel Geld in die Hand genommen wie nie zuvor. Wir haben 1,3 Milliarden Euro investiert. 5G wird 2022 den Weg in den Massenmarkt finden. Was wir bisher eher bei industriellen Anwendungen gesehen haben mit Campusnetzen, die wir für Mercedes-Benz oder Helios gebaut haben, kommt jetzt auch beim Endverbraucher an. Ein Beweis dafür ist, dass wir im Q4 2021 zum ersten Mal mehr Smartphones mit 5G-Technologie verkauft haben als solche ohne 5G. Und 2022 wird das Gros der Endgeräte 5G unterstützen. Das sind wirklich tolle Aussichten für eine spannende Technologie. 2021 ein sehr erfolgreiches Jahr. Welchen Ausblick wagen Sie auf 2022? Können Sie das Niveau halten? Na, zunächst einmal wollen wir unsere Mittelfrist-Guidance erfüllen. Wir haben uns vorgenommen, zwischen 2020 und 2022 um kumuliert mindestens 5% bei steigender Profitabilität zu wachsen. Mit Ende 2021 sind wir hier voll auf Kurs. Und für das Geschäftsjahr 2022 wollen wir auch beim Umsatz und beim EBITDA weiter wachsen und das im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Potenzial ist da. Unser Netz ist jetzt auch im ländlichen Raum auf Augenhöhe. Für Geschäftskunden verbreitern wir über Kooperation sukzessive weiter unser Portfolio und werden da in 2022 auch richtig angreifen. Unsere Kunden nutzen immer mehr Daten. Jährlich wachsen die Datenraten unserer Kunden um über 50% und das offeriert uns natürlich ein tolles Potenzial, um die Kunden in höhere Tarife zu migrieren. Beim Festnetz haben wir mittlerweile den größten Footprint in Deutschland und Zugang zu allen Technologien. Sie sehen, wir haben viele Chancen vor uns und wollen diese in 2022 nutzen, um das Geschäftsjahr auch wieder als Top-Performer der Branche abzuschließen. Sagt Markus Rolle, Finanzvorstand der Telefonica Deutschland, heute zugeschaltet aus München. Herr Rolle, für das neue Geschäftsjahr alles Gute und vielen Dank nach München. Vielen Dank, Herr Koch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.